Ja, was schon da los, sagt der DJ Nick. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist wieder soweit. Mad Evil Dynasty. Jetzt habe ich leider ein bisschen länger Pause machen müssen. Es ist wieder einiges rund gewesen bei mir und ja, Arbeit und so weiter. Man muss ja auch was tun. Okay. Neben dem Spiel muss man ab und zu auch mal was tun. Aber dann ist es wieder soweit und wir sind wieder hier im Mittelalter und freuen uns und erfreuen uns an unserem schönen Dorf und nicht nur daran, sondern dass sich der Winter zu Ende neigt und endlich einmal wieder in den ist es nicht wunderbar. Aber ich finde mittlerweile packt man den Winter eigentlich ganz gut weg, oder? Weg und Stein aufheben. Schon hier so rumliegen. Also mittlerweile sind wir doch ganz gut, oder? Und wir sind jetzt aufgestellt. Ich habe, wie in der letzten Folge, dann doch mal versprochen, mir mal ganz kurz Notizen gemacht zu den Werkzeugen, die unsere Arbeiter alles brauchen. Und gerade unsere Schmiedin, und weil die wird wahrscheinlich fürs meiste sorgen müssen. Und ja, ich würde sagen, die gute Frau braucht ja einen Hammer. Also zum ersten einmal muss ich sagen, ich finde es total cool, dass wir in der Schmiede eine Dame stehen haben. Ist mal was anderes, finde ich total cool. Die Nies Tanker, und die braucht immer kein Werkzeug, kein Material, schreibt sie. Okay. Die braucht auf alle Fälle einen Hammer. Deswegen würde ich sagen, wir stellen erstmal eine runde Hammer selber her. Dass die auch was hat. Ich weiß nicht, was da oben schon 5 angezeigt wird. Also wir versorgen sie jetzt erstmal mit Hämmer. Das ist das allererste, was wir machen. Und dann, ich hoffe, dass die mit Holzhammer klarkommt, soweit. Und dann werden wir uns darum kümmern, was die denn herstellen kann. Und dann möchte ich auch noch eben mit dem Tonbewurf weitermachen. Und dann überhaupt haben wir total viel Sachen. Und dann ist hoffentlich Frühling und dann muss man Kohl anpflanzen. Also ist es nicht toll. Es macht so viel Spaß. Das ist wirklich wahr, das meine ich ernst. So, also Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Holzstamm und Stock. Ein Stamm, 10 Stock. 1:10 ist das Verhältnis. Ein Stamm, 10 Stock. Wir haben nur noch einen Holzstamm. Ich glaube, ich kriege mal Krise. 10 Stock. Dann nehmen wir noch nichts. Wir holen uns, haben wir hinten, wir müssen doch hinten noch. Ja, na also. Holz, Hammer, Hammerkorn, oder? Nein. So, Holzstamm und 10 Holzstamm, 100 Stock. Und wir machen Hammer. Nee, wir machen nur 10, das reicht jetzt. Geht davon aus, dass sie dann selber welche. So, Hammer mit Holzhammer. Einen Holzhammer. Hammer ab. Dann hat sie. So, das war das. Jetzt sehen wir, warum da oben wächst. Das bringt mich immer wahnsinnig in Panik, wenn da oben irgendwas. Also zur Zeit noch ein bisschen, ich ruder noch etwas. Ich merke selber und kein Material. Also, Holzhammerstein, jetzt müssen wir mal schauen. Also, wir brauchen auf alle Fälle Äxte. Machen wir. Wir brauchen auf alle Fälle Hacken. Machen wir. Wir brauchen auf alle Fälle Sichel und Sensen. Steinsichel. Machen wir. Dann brauchen wir Spitzhacken, machen wir, und Schaufeln. Da braucht sie Holzstamm und ja, stimmt, Holzstamm haben wir keine. Versuche ich das einmal einfach gleich zu verteilen. 10, da haben wir erst 60.
Steinmesser selber, die sind verkaufen gedacht. Ja. Nichts Kupfer. Haben wir nicht, wenn wir noch keine Kupferbarren herstellen. Das können wir hoffentlich auch irgendwann. Da brauchen wir Kupfererz. Okay, da kommen wir mit ein bisschen später drum. So, Holzschaufeln auf 15, okay, und den Rest machen wir noch Steinmesser. So, was haben wir, was wir verkaufen können? So, jetzt hoffe ich mal, so, dass das ungefähr so hinkommt. Sie hat jetzt auf alle Fälle, genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Was ist denn, Maestro, du sammelst, was ist mit Holzstämmen? 20% Stücke Brennholz. Also wir sind irgendwie ein bisschen hinten nach. Kriegen wir vom Brennholz ein bisschen runter. Ja, Bretter. Machen wir auch. Ah, Holzstämme. Im Moment, weiß nicht, ob es irgendeine cleverere Verteilungsmöglichkeit gibt, aber so lasse ich es jetzt. Kein Material. Ja, ist klar, soweit. Brunnen ist auch klar, die hat keine Eimer. Ne? Genau. Gut. Okay, und die. Gut, dann fällt mir nichts anderes ein, als einfach die jetzt mal warten, bis sie das alles so ein bisschen regelt. Er kann auch nichts machen, weil der hat keinen Topfbewurf, der braucht Dünger. Dünger wollen wir machen und können wir aber wieder nicht einen Ton haben. Darum wiederum unser Grabungsschutz. Da kommt der Ton her. Ist irgendwie, weiß ich auch nicht, dauert alles ziemlich lang. irgendwie dauert alles ziemlich lang. Vielleicht wird es für uns tatsächlich Zeit, dass wir mal einfach auf Reisen gehen und das Ganze ein bisschen wirken lassen, da unten. Bringe erstmal einen Schluck, werde mir das überlegen. Wäre ja immer wieder Zeit, wir wollten ja immer jetzt endlich diesen Tambor da oben besuchen. Und haben wir den noch essen? Hohlsuppe. Suppe. Breitwegerich haben wir auch noch einen. Den greift man auch mal rein. Gut, Holzstamm brauchen wir. Geht. Wäre doch eine schöne Möglichkeit. Es ist ja, wenn der Winter zu Ende ist, ist das Jahr zu Ende und dann kommen wir wieder zurück. Ne? Deswegen, stimmt, fällt mir jetzt gut ein, ja, jetzt ist schon spät. So ein Mist, jetzt ist 5 Uhr Nachmittag, ja, dann schafft man das nicht mehr. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass das Jahr zu Ende, wir müssen dann auch Steuern zahlen. Oh Mann. Ja, wie machen wir es jetzt am gescheitsten? Machen wir am besten? Nein, wir hauen nicht mit der Axt. Wir hauen nicht mit der Axt auf die. Ein, macht keinen Sinn. Wir schauen wir mal nochmal mit. Machen wir mal den Lehmbewurf. Machen wir mal das, wobei wurscht ist, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr, wenn der Winter vorbei ist, aber beziehungsweise Topfbewurf. Na, haben wir doch schon mal 20. Nehmen wir den mal mit. Was anderes können wir das ja im Moment eh nicht brauchen. Irgendwo hier bei uns im Haus hat noch was gefällt, gell? So. 8 Stück, das ist cool. So. Kannst du das Grobe ausgeben? Weiß immer noch nicht, wenn wir das geschafft haben, dass da hinten eine Holzwand doch damals gemacht haben. So. Unser Haus ist fertig, oder? Muss da am Dach auch was gemacht werden? Nein.
Damit wäre unser Haus, ja, schaut doch ganz cool aus. Damit werde unser Haus schon mal verputzt. Ja, das wird ein Haufen Arbeit, alles zu verputzen. Meine Güte. Naja, gut, aber es ist halt so. Ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das gleich merkt, ist der Frau, die Drogomüre irgendwie besser drauf. Ah, Stimmung. Geht nach oben. Angeblich kommt es, hängt es eben mit dem Verputzen der Häuser zusammen. Ja, das werden wir dann sehen, ob das wirklich so ist. Bin ich ja gespannt. Ich finde es cool. Wenn es besser drauf ist, gerade meine Frau, wunderbar. Jetzt überlege ich gerade mal, den Eimer macht doch die Werkstatt, oder? Wir haben doch gar keinen Mitarbeiter. Ja, Eimer macht Werkstatt, aber aus Brett. Wir haben da niemand. Muss ich nochmal nachschauen. Im Moment hänge ich da ziemlich oft in dieser Verwaltung drin. Denn unsere Häuser sind ja alle voll. Haben denn eigentlich alle einen Job? Ja, klar, oder? Weil sonst wird es ja irgendwie mal beschweren. Ja, genau. Alle haben einen Job. Nee. Ach, richtig. Das war ja das, dass ich das habe ich übrigens gemacht. Ich wollte ja nur mal schauen, ob man die Leute irgendwie anders einteilen können. Also der Olaf zum Beispiel ist jetzt Jäger, aber der wäre ein besserer Produzent. Aber da haben wir im Moment nichts. Wobei, wenn wir den, aber dann hätten wir die Bärte als Jägerin, die ist ja noch schlechter. Ich will die beide als Jäger noch behalten, weil ich das mit dem Essen noch nicht so richtig raus habe, aber ach, die Bertha, die kann eigentlich nicht. Es ist keine gute. Also mit der Bertha habe ich mir keinen Gefallen da. Denn wir brauchen jemand, ja, die Bertha für, ach, blöd. Für die Werkstatt. Werkstatt ist ganz klar ein produzierendes Haus. Und stimmt, das war das. Und da war schon das Beste. Aber dadurch, dass wir zwei Jäger haben, wäre es jetzt, glaube ich, besser, wenn wir so rum machen, dass der Olaf sich um die Werkstatt kümmert. Wir dann mal im Notfall halt die Bertha mal jagen lassen, auch wenn die dann nur Wert 1 hat. Das ist natürlich dann das mit dem nächsten vielleicht umstellen. Würde ich jetzt fast besser finden. Und ja, ich stehe jetzt hier so gemütlich draußen rum, weil wir eh nicht mehr viel machen können. Der Abend kommt jetzt gleich. Und dann könnte der Olaf in die Werkstatt. Genau, Handwerk. Gut. Einmal. Den Sein muss jetzt erst einmal die Pferd dazu. Ja. Wirklich aber. Weil so richtig jagen kann ja eigentlich überhaupt gar keiner, oder? So wie das sich leid. Doch, der Gerald schon, der war jetzt, der Name war jetzt nicht genannt. Also, dann macht sie. Haben wir die. Haben wir eigentlich. Lehrling, wie war das mit dem Lehrling? Was ist jemand von einem Lehrling? Ich weiß gerade ein bisschen unschlüssig. Was bedeutet eigentlich Lehrling? Der kann nur ein junger Mensch sein, oder? Ja, dann machen wir es jetzt mal. Dann, jetzt schaue ich mal schnell nach, ob wir im Lager Bretter haben. Ja, ja, jede Menge. Okay, dann könnte doch der, ja gut, ja, statt. Hier, da ist er eh schon, der Olaf. Grüß dich, Olaf. Bin nicht so faul rum, mach was.
Machst Eimer. Machst Eimer. Fackeln kannst du auch machen, ja, können wir brauchen. Fackeln, Eimer, Holzschalen. Holzschalen brauchen wir. Beiden Kopf brauchen wir eigentlich nicht. Nicht. Sicher Dekorationsgegenstände. Echt Stock, nee. Will ich jetzt nicht verjubeln, das Material. Irgendwelche Dekorationsgegenstände. Im Moment habe ich den Eindruck, wir brauchen halt das. Ja. Als. Also. Verwendung nur mehr als das. Einfach für die Dekoration aus. So. Ja, Drogomira. Das bedeutet, du müsstest jetzt dann auch irgendwann Eimer bekommen. Ne? Also, es ist meines Empfindens alles richtig eingestellt. Sie zahnen noch nicht so ineinander. Farbung. Grisel. Der Dreier. Der Acht eingestellt. Nur jemand Zweites brauchen. Ja, okay. Also, von dem Sinn her bin ich jetzt ganz zufrieden. Müssen wir halt mal warten. Denke ich, bin euch beifällt immer gerne. Ich habe mir jetzt gerade, ich bin jetzt gerade hängen geblieben hier bei dem Nahrungsbedarf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das zu lesen ist. Ist das der Bedarf pro Bewohner? Nein, es kann ja nicht sein, dann wären ja bei 2700. Sondern es ist, also insgesamt haben wir einen Bedarf 270, oder? Ist das, dann bestehen ja eigentlich mehr her, als wir Bedarf haben. Lässt sich wahrscheinlich dadurch feststellen, dass wir einfach mal schauen. Ja, am Wasser sollte es ja nicht scheitern. Ja, Fleisch ist ja jede Menge da, gebratenes Fleisch auch, Kohlsuppe, ein bisschen weniger Trockenfleisch. Also zum Essen haben wir ja wirklich genug. Wie schaut es denn aus? Du könntest da mal ein bisschen mehr Kohlsuppe machen. Macht der schon. Die Leute wollen Kuchen, die stehen dort. Gut, okay. Ja, das war's. Also nicht für die Sendung, sondern für diesen Winter. Ja, und damit auf einmal sind da oben, ist da oben die Warnung komplett verschwunden. Also, schaut es doch gut aus. War mir doch gar nicht so schlecht, oder? Naja, kein Material, weiß ich, aber es wird hoffentlich irgendwo kommen. Ihr Futter können wir später auch wahrscheinlich mal brauchen, weil irgendwann Tiere möchte ich natürlich auch schaffen. Gut, also freut mir jetzt nicht mehr ein. Einmal nur ein bisschen einen Tonbewurf hergestellt. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wirkt sich alles ein bisschen. Okay. Naja, dann machen wir jetzt wirklich Folgendes. Wir hauen uns jetzt hin. Nein, zuerst einmal schmeißen wir jetzt mal, was wir da schon wieder haben. Holzschale. Holzschaufel nehmen wir mit Holzhammer. Brauchen wir auch. Dann unsere Arbeit. Fackel, die hat nur noch 4%. Brauchen wir dann machen. Die brauchen wir reißen. Kupferpfeile auch. Stein brauchen wir nicht. Stein, Axt. Wir haben eigentlich Bronze-Axt. Ziemlich lang. Stein, Axt. So was. Hauen wir raus. Kann man im Notfall selber machen. Stein, Messer. Okay. Stein, Pfeile.
zweimal. Ah, sehr schön. Rücken 26 brauchen wir im Monat. Damit Verdorbenes kommt in Kiste. Ja, dann hätte ich gesagt, sicherheitshalber machen wir uns noch zwei Fackeln. Stock und Stroh. Ich bin gerade zurückgelegt. Zwei Stock. Da wie gesagt, können wir vielleicht, wenn ich dran denke, auch wieder ein bisschen Stroh vom Fluss unten. Ja? Kann man eigentlich machen. Oder? So, zwei Fackeln. Alles klar. Und, achso, das machen wir. Hey, auch hier schon wieder beieinander. Finde ich aber cool. Finde ich echt cool. Gott, dass einer stehen muss. Sieh mal. Jetzt blöd, dass einer Gelegenheiten. So. Keine Ahnung, wo die. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Holzstämme auf einmal wieder herkommen. Weil die müssen wir jetzt im Inventar haben. Aber macht nichts. Ich esse jetzt. So. Sehr schön. Freut mich. Dann kann man da drum so einen kleinen Zaun machen. Ist doch alles ganz nett. Ja, ja, ich mag ein bisschen Deko. Gefällt mir gut. Gefällt mir. Gut, ich will jetzt nicht zu viel Material verschmeißen, aber okay. Klicken. Und dann hätte ich wirklich gesagt, schauen wir mal auf die Map. Was haben wir denn für Quest? Hätte ja immer wieder Zeit, dass man auf. Ein schmutziges Geschäft. Das war diese Situation mit unserer Frau. Eine Quest wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Dann können wir das gleich mal knicken. Alles klar, das ist vorbei. Albins Geschichte, das war diese Pfeil der Unigost, das ist der Sambo, da müssen wir wieder ganz oben rauf und die Jägerei. Okay, da könnte man dann einmal schauen. Höhere Entwicklungsstufe Dorf, Gebäudelimit 50, das ist jetzt voll. Muss jetzt eigentlich sein. Also geht es im Moment mit dem Alvin. Okay, wir können nochmal schauen, dass wir ein bisschen rumballern. Wir müssen dann sowieso die Steuer bezahlen. Wie viel haben wir denn? 2005. Okay. Und ja, also gerade noch. Gomira, oh, die ist richtig jetzt gut drauf geworden durch unser Ding. Ja, dann gehen wir mal auf Frühlingstour, oder? Wenn wir uns jetzt hingehaut haben. Mehr fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr ein. Ich glaube, es wird jetzt auch alles aufgefrischt. Muss ich noch irgendwas machen? Moment nicht, das Zeichen oben auch verschwunden. Jetzt fahre ich doch noch mal in die Verwaltung, weil es mir keine Ruhe lässt. Entschuldigung, dass ich im Moment so wild umeinander drücke, aber da bin ich noch nicht so ganz im Bilde. Aber ich denke, es wird. Ein Material, ein Holz. Reynolds hat er keins, weil wir keine Holzstämme haben. Nicht. Könnte. Licht. Kann man da liegen. Dann schmeißt. Seht ihr noch was? Auch nichts mehr, oder? Entschuldigung. Das vergesse ich alle. So. Also.
Ah ja, und das ist der Mond. Toll. Der Mond. Herrlich. Schöne, ein letzter Blick in den Winterabend, denn der Winter ist vorbei. Hokus beinand, unsere Leute. Könnten ja auch noch mal ganz kurz. Servus, grüß dich, Bertha, alles klar, grüß dich. Ja, du bist nicht so gut drauf, weil du musst irgendwas machen, was du nicht kannst, gell? War nicht so, ja. Geruch gegen der Winter ist gar nicht schlecht. Das ist auch immer das Gleiche. Und deswegen sind die auch nicht besser. Gut. Wir haben die Reisevorbereitungen getroffen. Das heißt, wenn wir morgen in der Früh aufstehen, machen wir uns gleich auf den Weg. Und dann machen wir mal diese... Ja gut, der eine ist jetzt ewig. Hier oben, da oben ist er. Da müssen wir nochmal rauf zum Sambor. Gehen wir die Dörfer schön ab. Können wir uns sogar jetzt hier gleich die Markierung ansetzen. Und ja... Fällt mir nichts mehr ein. Hauen wir uns hin. Schlafen. Bis zur nächsten Jahreszeit. Wahrscheinlich wird jetzt unsere Frau noch schlechter drauf sein. Oh, was ist jetzt? Mann in Strumpfhosen. Ein Adeliger war auf der Durchreise durch dein Dorf. Er hat vor deinen Augen seinen Geldbeutel verloren. Was wirst du tun? 1, 2, verteile das Geld unter deinen Leuten. Gib ihm den Adeligen zurück. Behalte ihn selbst. Wir geben ihm den Adeligen zurück. Alle Dorfbewohner verloren 5 Stimmung, 120 Dynastiereputation. Der Edelmann ist erfreut und sagt, dass du ein Mann von Ehre bist. Deine Leute hätten das Geld aber lieber für sich selbst behalten und sind ein wenig verärgert. Egal, wir sind anständige Leute. Ja, Quest gescheitert, auch das haben wir schon gewusst. Der Frühling ist da, schaut hinaus. Steuern zahlen, ja, das war klar, das habe ich schon gewusst. Sagst du uns auch, wie viel? Wir haben alle verloren. Tagebuch. Steuern zahlen. 684. Okay, das ist okay. Dann müssen wir eigentlich auch gar nicht auf irgendwas warten. Ah, schön, der Winter ist. Das schaut ja echt wieder ganz anders aus, gell? Leute, und lauft jetzt hier nicht so rum, geht's was ab. Jetzt habe ich euch schon alle an Druck gestellt, jetzt gefällt euch immer noch. Moment, eins will ich jetzt doch nur noch. Weil diese Sitzgelegenheiten, diese Bänke, das ist ja, die Holzdinger, das ist ja Baumstammhocker. Der Logistik kostet 500. Bank 500 genug Technologie. Okay. Also Bank könnte man freischalten. Ich meine, die schaut wenigstens aus also wie so blöde Holzstümpfe und kostet 500. Schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal. Apropos Geld. Haben wir den noch irgendwie einmessen? Verchecken können. Haben wir überhaupt irgendwas, was wir vielleicht noch verchecken können? Sollten wir vielleicht unser Feld noch düngen? Ja, auf einmal wollte ich aufbrechen und auf einmal kommen wieder andere Sachen. Gell? Ich weiß. Das harte Steinmesser. 5 Stück. Ja, die brauchen wir aber. Die brauchen die Jäger. Können wir nicht mitnehmen. Stimmt. Denn das Säckchen, was haben wir? Dünger mit was ich jetzt erforderlich Säckchen einfaches
Schon warm mit der ganzen. Ich bin jetzt nicht so der Landwirt, aber ich werde schon warm. Aber was wisst ihr, was ich nicht verstehe? Es müsste doch eigentlich. Ach so, das Problem ist, wir haben zwar diesen Feldschuppen, ja, aber da haben wir keinen Arbeiter. Stimmt. Und dazu müssten wir wieder ein neues Haus bauen, weil alle Häuser besetzt sind. Verstehe. Naja, dann müssen wir es jetzt selber machen. Komme ich wieder nicht zum Verreisen. Mann. Geh davon aus, er braucht jeweils einen Dünger, oder? Okay. Haben wir ab. Hier? Echt, da geht ihm gleich das Licht aus, weil das so anstrengend ist. Bitte. Jetzt brauchen wir Kohlsamen. Klar. Oh Mann, voll dänge. Gut. Päckchen. Gut. Also ich gehe davon aus, das macht dann der Feldarbeiter. Und vielleicht dann, wenn wir da jetzt langsam warm werden, dann mal vielleicht dann noch was anderes wie Kohl anbauen. Schauen wir mal. Welche? Was ist jetzt? Ist das. Ah, nee, das, ach, das einfache Säckchen ist hier. Der Kohlsamen so. Einfache Säckchen. Brauchen wir 3 Leder. Na, die haben wir. Komm ich wieder nicht. Okay. Müssen wir noch irgendwas machen? Nein, cool, ist klar. Wollte da hinten
Och. Hammer. Kohlsamen. Gehen wir wieder. Reise, Dünger und so weiter. Ja, wir müssen auch natürlich schon schauen, dass das Gepäck leer ist, wenn wir fahren. Dann können wir dann noch reiten, weil man den Esel. So, also. Ich finde es echt cool. Ich finde, es macht mir immer noch so viel Freude. Und gerade so dieses ohne Druck das Ganze machen, das finde ich einfach so, ja, so wirklich. So, ein Stein mit. Nicht. Holt man alles. Den brauchen wir auch. Dünger, den brauchen wir. Schön. Ja, und dann haben wir ganz wenig dabei. Und was ich jetzt auch noch kurz schauen wollte, ist wegen Nahrungsmittellager. Oh ja, Eiszeit, wie ist es eigentlich verdorben denn? Okay, wir haben immer noch viel mehr Fleisch. Also ich habe den Eindruck, man steht viel zu viel rohes Fleisch her. Trockenfleisch haben wir auch so viel. Kohlsuppe ist auch gestiegen. Mit Kohl, ja, wie der herkommt, wir hatten vorher weniger. Ein bisschen mehr Kohlsuppe machen. Immer noch, Fräulein. Mach doch ein bisschen mehr Kohlsuppe, da haben wir mehr davon. Ja. Gut, alles klar. Aber jetzt, wie viel Uhr ist es? 10 Uhr morgens, ja, das passt ja noch. Wir machen uns auf den Weg. Wir gehen jetzt ja gar nicht mehr lang rum. Wir machen uns auf die Dorftour. Schnappen uns unseren Bogen. Brauchen Pfeile. Kupferpfeile. Power. Steinpfeile sind voll. Gut. Elch wie ein war das? Geh nix. Was ist so, das hätte jemand Blähungen. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch auf den Weg ins Dorf. Und dann machen wir Schluss für heute. Wir haben echt viel geschafft. Es ist der Frühling endlich da. Mir macht es immer noch wahnsinnig viel Freude. Immer mehr verstehe ich die Geheimnisse. Ich bedanke mich immer, wenn ihr einen Tipp habt. Ich bedanke mich immer, wenn ihr nicht versucht, mir euer Spiel aufzuzwingen, sondern einfach nur coole Tipps gibt und dann werden wir schon sehen, was ich draus mache. Ein Wies nennt ein Bär. Apropos, jetzt würde ich gerne schauen. Hab's doch die wilde Tiere. Hier, Bär. Bär markieren. Da kann man nicht. Man muss einfach Glück kommen. Also. Die sind haben wir doch schon mal irgendwann gesehen, oder? Aber auch schon ewig. Na gut. Schauen, ob irgendwo Elch, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Freilich. Doch, ein Elch habe ich schon mal gesehen. Schaut aus wie ein Elch. Glauben. Ja, wollte man aber jetzt auf dem ersten Greif auch nicht auf. Gut, also ist leider etwas unglücklich, wenn ich mir die Tiere nicht markieren kann. Kriegen wir schon.
Für mich ist das Allerwichtigste und absolute Nummer eins, dass niemand in unserem Dorf hungern muss. Wirklich so. Weil wenn du das Problem einmal am Hals hast, dann hast du viele Probleme. Ich weiß zwar auch nicht, ob man gegen Elch, Wiesent und Bär, einmal, das sind ja schon wirklich Großwild, ob man da recht weit kommen mit uns. Bronzepfeile, echt gleich hinein. Da haben wir wenigstens ein bisschen was zum Reiseverpflegen. So, und Kupferpfeile hast du auch mitgenommen. Wunderbar. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir uns noch jemanden ins Dorf holen, aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir zuerst das Haus bauen. Das ja, ihr Lieben, alles klar. Jetzt gehen wir in die Wirtschaft und da ist die Wirtschaft. Und dann machen wir Schluss für heute. Wir sind schon wieder 40 Minuten durch. Mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Setzen wir uns einmal her. Gehen wir uns einmal von außen. Auch schon lange nicht gesehen. Machen kurz Pause hier. Ich denke, wunderbar zum Pause machen. Danke fürs Zuschauen, sage ich. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wir reisen zum Sambur hoch. Dann gehen wir wieder heim, bauen wir neue Hütten, holen uns noch jemand. Es gibt immer was zu tun. Die sich auskennen, denen ich brauche das nicht sagen. Und die anderen hoffentlich schauen mit Freude weiter zu. Und ein bisschen mehr Essen noch machen. Ja, so langsam ein bisschen was fehlt ja auch noch. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Merci. Bleibt gesund, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Servus. Wird's euch.